Willkommen zurück zu einem neuen Video. Heutiges Thema ist die Neuauflage von den schönsten Motorradstrecken im Sauerland. Der Basti alias Mordsports ist auch wieder dabei. Der fährt hinter mir. Ich habe immer noch keine Spiegel dran. Deswegen sieht man den jetzt gar nicht. Aber neue Spiegel kommen. Ich habe mich immer noch nicht entschieden, welche ich nehmen soll. Die sind auch richtig teuer, Spiegel, finde ich. Da bin ich wiederum zu geizig für, weil ich aus meiner eigenen Dummheit einen Spiegel kaputt gemacht habe, dann das Geld zu bezahlen. Aber über 100 Euro. Ich schau mal, es geht auch erstmal ohne. Ach Basti, du musst noch Hallo sagen. Ja, ich wollte sagen, dann komme ich dazwischen. Sorry, hi, wenn ich einmal im Flo bin. Also wir befinden uns gerade hinter dem Sorpesee. Wenn man also den Sorpesee in östlicher Richtung am nördlichen Ufer lang fährt, ne, jetzt weiß jeder, wo wir sind, und dann am Ende rechts fährt, dann kommt man hier raus. Die Strecke habe ich mal durch Zufall mit einem Chris Wunder gefunden. Wir wollten nicht immer so Richtung Nordhelle und so den Bereich vom Sauerland fahren, haben gesagt, komm, wir fahren mal hier in die andere Richtung. Und dann habe ich über Kalimoto einfach mal gesagt, führ uns mal hier im Kreis herum. Also in der Mitte ist ja jetzt hier, die Route ist ja jetzt so östlich von Hagen, sag ich mal, die wir heute fahren. Und in der Mitte haben wir dann alles, ne, Arnsberg, Iserlohn, Hema und so da halt einmal dran herum. Wir fahren auch über die Sorpe. Also damit schon mal einmal einer grob weiß, wo wir sind. Ja, und halt hinter der Möhne ist halt diese recht coole Strecke. Früher war die schöner. Da hatten sie auch noch nicht alles abgeholzt hier. Aber mittlerweile ist ja ein Trauerspiel, wie die Wälder aussehen. Oder Basti? Also, ja, also ich kenne die Strecke noch gar nicht. Erstmal Neuland. Nee, wir sind hier letztes Mal nur andersrum gefahren. Achso, nee, warte mal. Nee, hier bin ich noch nie hergefahren. Das stimmt, wir sind die Strecke letztes Mal andersrum gefahren, aber sind dann in dem Bereich unterwegs gewesen, um die mal zu erweitern. Das ist der Vorteil von Kalimoto, der sagt dir immer, wo du warst. Ja, ja, nee, ich dachte, wir wollten erst hier lang, aber haben dann abgebrochen die Route. Aber du hast recht, wie das hier aussieht. Die Strecke ist leider einfach zu schön. Da muss ich mal so asozial überholen, auch wenn ich das nicht gerne mache. Nee, ich auch nicht. Aber die ist wirklich top zu fahren. Das ist schon so ein ganz kurzes Stück Schwarzwald-Alpen-Feeling. Aber nur ein kurzes Stück halt. Aber ihr seht, Unterfahrschutz vorhanden. Fahrtechnisch, so kurventechnisch, eine Kurve folgt der anderen. Ich weiß jetzt nicht, ob es hier für einen speziellen Namen gibt. So wie Hellefeld, wo wir noch hinfahren, Ochsenkopf und sowas alles. Ist auch ziemlich lang, die ist zweigeteilt. Das ist jetzt so, würde ich mal sagen, das erste Stück der Strecke. Das müsste aber jetzt auch gleich vorbei sein, meine ich. Ja, das ist ja. Jetzt kommt dann halt ein bisschen geradeaus fahren. Unspektakulär. Und dann geht es gleich, wenn man rechts fährt, weiter. So lange warteten wir aber nicht. Deswegen spulen wir jetzt einfach mal ganz schnell vor. So, jetzt haben wir es übersprungen. Hier seht ihr schon 8 Kilometer kurvige Strecke und so. Achtung, Autofahrer, Motorradfahrer aufpassen. Das sind aber wirklich extrem geile 8 Kilometer. Basti, du kennst die Strecke letztes Mal verkehrt herum. Also von der anderen Richtung kommend. Da bin ich, das war das Stück, wo ich dir hinterher gefahren bin. Wo du nicht mehr hinter mir herkamst, oder was? Wo ich hinter dir gefahren bin, genau. Und ich in weiter Ferne gar nicht mehr gesehen habe, so hast du beschleunigt. Vielleicht muss man auch sagen, das war nach dem Unfall und ich glaube, ich war ein bisschen Adrenalin verwöhnt. Ja, das habe ich gemerkt. Und da ist ja auch dein Überholmanöver drin, über das wir letztes Mal gesprochen haben. Wo du sagst, ist ein bisschen heikel gewesen. Ja, wow, aber ich habe es leider nicht mehr. Überhaupt nicht. Ich habe das Video leider, als ich jetzt ein Schwarzwald-Video sortiert habe, habe ich das leider gelöscht. Basti, bevor hier einer sagt, wie fährt der denn? Obwohl das eigentlich okay ist. Man muss dazu sagen, du hast jetzt auch noch gar nicht so lange deine Fahrerlaubnis für Motorräder. Ich, ne? Dank Corona ein bisschen hat sich das hingezogen. Ich glaube im Juni. Mai oder Juni. Eigentlich fand ich es danach immer toll, ohne Headset zu fahren, dass dir einer mein Ohr quatscht. Also ja, als Fahrprüfer. Aber mittlerweile finde ich das Fahren ohne Headset. Die ist enger übrigens, die Kurve hier. Die macht ein bisschen zu. Was sagst du? Jetzt ist eh egal, ist spät. Ich dachte, die Kurve ist ein bisschen enger, als sie am Anfang aussieht. Da solltest du dich jetzt nicht erschrecken. Da war ich schon durch. Aber ich habe wieder in der Kurve gebremst, hast du gemerkt? Ja, ich auch, weil du gebremst hast. Ist immer noch so ein bisschen drin. Ist ja auch nicht drin, schlimm. So. Auf der Rennstrecke ist es gang und gäbe, bis in die Kurve rein zu bremsen. Wenn du progressiv bremst, ne, die Bremse beim Einlenken öffnest leicht, ist alles gut.
Aber so mache ich es zum Beispiel. Hier ist die Straße dann leider so ein bisschen schlecht. Die fängt gut an oben, aber was ich hier auch immer wieder faszinierend finde, ist das, als wenn hier kein Mensch lang will. Das ist häufig sehr leer hier. So schlecht ist die gar nicht. Bitte? So schlecht finde ich die gar nicht. Also die Strecke? Nein, die ist super. Ja, die Strecke ist toll, also die Asphalt meine ich jetzt. Ja, der wird noch schlechter. Ach, das war da hier, wo ich den Opa überholt habe. Du meinst, das wäre das heftigste Überholmanöver ever gewesen. Ja, du bist halt vor der Rechtskurve komplett an dem vorbeigezogen, konntest in die Rechtskurve gar nicht eingucken, da hätte dir alles entgegenkommen können. Ich konnte über den drüber am Baum vorbeigucken, da kam nee, jetzt. Ich habe das Video 20 Mal zurückgespult. Du konntest, wie willst du durch den Baum gucken? Was kommt denn jetzt nach der Linkskurve? Das weißt aber, du ungefähr, jetzt weißt du das. Ja, aber wäre das so heftig gewesen, hättest du es nicht überspielt, ne? Ah, ich habe leider keine Sicherungskopie mehr von, sonst könnten wir das ja jetzt mal einbauen. Aber du wirst halt bestimmt noch irgendein anderes Manöver machen, wo ich sag so, oh. Na, man sieht doch, ich fahre so sicher, dass, nee, da passiert mir nichts. Wie war das nochmal auf der Autobahn, wo von dreispurig zu zweispurig wurde und du das nicht gesehen hast, weil du mit Vollgas angeschossen kamst und dich noch so eben zwischen Leitplanke und Auto durchgezwängt hast, weil du gar keinen Bremsweg mehr übrig hattest? Sag mal, was holst du denn hier für Klamotten jetzt raus? Gibt's ja, ja gar nicht. Ich glaube, bei jeder Ausfahrt mit dir habe ich irgendwas, wo ich dachte, das, das stimmt nicht. Nee, das stimmt nicht. Das stimmt null. Aber ich finde, diese Strecke hat so ein bisschen Schwarzwald-Feeling. Wieder, weil du hast hier kein... Ah, siehst du, du hast mir jetzt auch was gegen den Hals geschmissen an, so einen kleinen Stein. Ah, das kommt einfach, wenn man keinen Hals zuträgt. Naja, besser mein Hals als die neue Kameralinse. Weil du halt hier kaum Geraden dabei hast. Du bist irgendwie immer in einem leichten Kurvenfluss. Und das war im Schwarzwald durchgehend. Da konnte Tirol nicht mal mithalten. Ich habe die Strecke gar nicht so geil in Erinnerung. Boah. Ja, siehst du, hier ist nämlich wieder der Asphalt richtig. Ja, die war scheiße. Das ist übrigens die Kurve, glaube ich. Kann sein? Nein, das ist ganz woanders, wo du gestürzt bist. Das zum Thema, ich fahre dir zu langsam, ne? Wer wissen will, warum der Basti gestürzt ist, der kann sich das Vorgängervideo angucken. Müsste das Vorgängervideo sein. Wenn ich nicht noch irgendwas anderes dazwischen schiebe, wo es um Fahrsicherheitstrainings geht. Da berichtet der Basti nochmal ausführlich über sein Missgeschick. Grand de malheur. Nein, du fährst mir nicht zu langsam. Alles gut. Also das Video ist jetzt auch eher so an Leute gerichtet, die jetzt vielleicht den Führerschein neu haben, sagen, ey, ich will mal ins Sauerland fahren, ich weiß aber nicht, wo kann ich mich da aufhalten, wo sind schöne Strecken. Hier ist auf jeden Fall eine, die ist jetzt vorbei, wir fahren jetzt weiter Richtung, lass mich nicht lügen, müsste eigentlich schon Hellefeld die nächste sein, aber ihr werdet es gleich sehen. Ja, kommen wir zur nächsten Strecke, diese ist eine Unfallstrecke, wie er schon ausgeschildert ist. Das ist immer die Frage, wie man so eine Strecke fährt. Ne? Wenn man hier komplett Landgras, dieses E50 für Motorräder, dann könnte es eine Unfallstrecke sein. So ist das aber ein echt cooles Stück. Hier sind natürlich wieder mehr Motorradfahrer unterwegs. Was mich auch hier wieder stört, ist das ganze Dunkle. Ich denke mal, da werden ja auch die Autofahrer hier ganz schön Gas geben, dass das Gummiabrieb ist. Ja, das ist, die nennt sich hier Hellefeld. Wenn man, die kann man auch die ganze Zeit überfahren. Also Montag bis Sonntag ohne Einschränkungen. Man muss den Burg aber natürlich auch nicht immer überspannen und hier den ganzen Tag rauf und runter donnern. Wenn man jetzt hier gleich weiterfahren möchte, dann ist die Strecke, aber kann ich euch auch gleich sagen, wenn wir da sind, welche das ist. Auf jeden Fall ist die gesperrt, Samstag, Sonntags und Feiertags, meine ich. Aber gucken wir uns gleich nochmal genauer an. Hier auch wieder über diese Striche, da weiß man nie, ist das Öl, hat da irgendein Arsch Öl hingekippt, rutscht man da, da fahre ich lieber immer ein bisschen vorsichtiger durch. Ja, da ist alles Gummi, ne? Hier ist jetzt auch, Basti, wenn du guckst, jetzt hier die Kurve, wo die ja den ganzen Schotter mit runterziehen, wenn die aus dem Wald rausgefahren kommen, wo du das halt komplett nicht einsehen kannst und dann stehst du da auf einmal und musst mit der Situation umgehen. Ich glaube, hier bist du im Sauerland-Video mal hergefahren, hattest du den Traktor die ganze Zeit vor der Nase, kann das sein? Weiß ich nicht. Nee, die Jungs machen auch schon Pause, weil sie hier hin und her ballern. Ich weiß gar nicht, wo die sich jetzt verstecken. Ja, Querrillen. Wollen sie einen hier vor der Kurve nochmal ausbremsen ein bisschen.
will gar nicht wissen, warum die, also ich kann mir vorstellen, warum die Dinger da sind, weil die meisten wahrscheinlich hier irgendwie geradeaus raus sind. Da möchte ich nie um den Gurt schießen. Nee, ich auch nicht. Aber an sich auch so ein schönes Stück, was man auch ganz entspannt langsam fahren kann. Da muss man gar kein Gas geben. Wunderbare Aussicht. Ich finde das mit die schönste Strecke hier in der Gegend. Ja, ich finde, hier ist auch die Aneinanderreihung der Strecken ganz gut. Man fährt halt zwischen den einzelnen Abschnitten nicht so weit. Und das ist jetzt insgesamt, wir haben jetzt bis nach Hause noch 142 Kilometer. Ich denke mal, wenn man nur diesen reinen Bereich von der Möhne annimmt, bis hier, also bis die letzte Strecke unserer Route heute, kommen wir auch so auf locker über 100 Kilometer. Ist für eine entspannte Tour, da brauchst du eh länger für. Man muss, je nachdem, wo man herkommt, erstmal dahin fahren. Und das wäre jetzt schon fast so mit An- und Abfahrt 300 Kilometer, wenn du die Pausen dazu rechnest. Kann man mal einen halben Tag mit verbringen. Und wichtig ist halt immer dieser Unterfahrschutz. Man, wer sich da so ein bisschen auskennt, Mersi, also MERR für mehr Sicherheit, die setzen sich ja dafür ein, dass da ein Unterfahrschutz für Motorräder dran kommt. Und ich denke mir nur, eigentlich ist das doch Aufgabe der Regierung, dafür zu sorgen, dass Sicherheit für Motorradfahrer gewährleistet ist und nicht für irgendwelche privaten Organisationen, die Spenden sammeln müssen. Ich finde es cool, dass die es machen, weil die Regierung ihrer Aufgabe nach Sicherheit im Straßenverkehr nicht nachkommt. Ich habe die Chefin auch einmal kennengelernt, auch eine super nette Person. Und die ist auch voll mit Herz dabei. Also wer möchte, ne, guckt mal auf der Seite von Mersi nach. Da sind Spenden auch immer gut angebracht. Und wir spulen wieder vor bis zur nächsten Strecke. Ja, nahtlos an Hellefeld schließt sich eigentlich der Ochsenkopf an. Hier Samstag, Sonntags, Feiertags verboten für Motorräder. Wird auch seine Berechtigung haben. Ich weiß nicht warum, ob das jetzt eine besonders unfalllastige Strecke ist oder ob die Anwohner sich einfach nur genervt fühlen und unten so wie oben. Weil hier zwischendrin ist eigentlich jetzt nicht so was mit Wohnhäusern. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass sich Wanderer genervt fühlen, wenn hier wieder irgendwelche Leute pausenlos rauf und runter fahren ohne DB-Killer. Ich finde auch, das muss einfach nicht sein. Oder Basti? Ohne DB-Killer und alles rumfahren? Nö. Also ich war einmal an der Nordhelle und ich fahre ja schon aufgrund der Windlautstärke vom Helm mit Gehörschutz. Da kam dann der R1 aus der Kurve geflogen, also nicht gestürzt, aber der ist da so schräg, so schnell da um die Kurve gedonnert gekommen und so unfassbar laut, wo ich mir dachte, da ist aber glaube ich nicht nur der DB-Killer draußen, ich kann mir auch vorstellen, dass da der ganze Cut raus hohl gemacht ist, ne? Dass da so ein Cut-Ersatzrohr drin ist. Und das Ding richtig am Ballern ist. Also die Strecke ist hier unten so ein bisschen, finde ich, schrecklich. Bisschen huckelig, ne? Ja, auch den ganz falschen Gang drin gehabt. Ich fahre übrigens auch selber zum ersten Mal, ne? Ja, ich fahre ja auch, glaube ich, zum dritten Mal erst. Aber die ist auch sehr lang gezogen, finde ich. Kannst du jetzt auch nicht jede Kurve einbringen wie auf der Rennstrecke, dass du da schon blind in die Kurve stechen kannst. So, den hab ich jetzt gleich auch weg. Wenn wir uns nicht mehr hören, nach Hause findest du ja bestimmt, ne? Weil du immer so lieb bist und wartest am Ende. Nee. Ich lass immer alle zurück. Natürlich warte ich, aber ich fahre ja selber jetzt nicht so schnell hier durch. Hier ist ja auch nur 50 erlaubt. Aber auch hier wieder wenig Verkehr, ne? Wir haben Freitagmittag, also hätte ich jetzt eigentlich ein bisschen auch mehr Berufsverkehr erwartet, aber auch am Wochenende. Okay, die Strecke jetzt nicht. Die ist ja gesperrt, aber so gerade der Bereich um den Möhnesee, wo wir vorhin waren, denkst du, am Wochenende ist da die Hölle los. Gar nichts. Als wenn die keiner kennt. Auf jeden Fall ist die nicht so als Motorradmagnet, so wie jetzt man auch Nordhelle und so kennt. Die kommt im nächsten Video dran, die Nordhelle, wo sich halt immer alle treffen. Wir
fahren jetzt übrigens, wenn das einer hier so geografisch gar nicht einordnen kann, aber ich packe die Karte ja, die ich jetzt gerade fahre, hier drunter. Die könnt ihr euch dann gerne bei Kalimoto runterladen, installiert euch die App und dann könnt ihr die nach euren Wünschen von eurer Wohnanschrift anpassen, wenn ihr die nachfahren wollt. Und was ich vor gerade noch ergänzen wollte mit Mersi hier für mehr Sicherheit und alles. Zwei Bekannte von mir betreiben ja hier die Seite Ride Safe. Die verkaufen auch Hoodies und so kleine Armbänder und so. Und wenn ihr sagt, ich will jetzt nicht hier das Geld verschenken, aber wenn ihr den einen Hoodie kauft dann, oder so einen Anhänger, dann habt ihr was dafür in der Hand. Die geben, ich weiß nicht wie viel Prozent, aber von ihren Einnahmen, ich denke mal von den Gewinnen her, spenden die einen Teil an Mersi. Also ihr habt was da, ihr habt was Gutes getan und gleichzeitig einen schönen Hoodie oder auch irgendwas anderes, was sie so im Vertrieb haben. Also gerne mal bei Instagram oder so bei Ride Safe reingucken, da kriege ich auch kein Geld für, ist wieder kostenlose Werbung. Ja. So wie es gerade in meinem Ohr gepiept hat, ist der Basti jetzt raus aus dem Funk. Aber die hätte man auch im dritten fahren können. Oh egal. Hier sieht man auch wieder Blickführung. Ist so schön zu üben in solchen Kurven. So lang gezogen da. Hier ist ein bisschen verbaut, die Kurve, die kann man jetzt nicht so ganz einsehen. Aber ich habe es ja im letzten Video gesagt, Blickführung ist einfach wichtig zu üben. Ja, nun kommen wir zum Stück Alten Affeln. Richtung Alten Affeln, habe ich noch nie gehört, habe ich jetzt auch erst gelesen. Das Stück ist aber, also von den Kurven her cool, vom Straßenbelag her richtig schlecht gleich. Oder Basti? Würdest du auch sagen, ne? Richtig schlecht vom Belag. Ja, richtig, richtig bescheiden. Ja. Also der untere Teil ist noch gut, meine ich, aber später wird es schlecht. Ich habe die aber trotzdem mit reingenommen, in der Hoffnung, dass hier irgendwann mal einer auf die Idee kommt und sagt, wir machen die Straße neu und dass die dann schön zu befahren ist, weil der Kurvenverlauf wird ja auch beim neuen Fahrbahnbelag gleich bleiben. Hm, ja, also hier würde ich auf jeden Fall ein bisschen mehr aufpassen. Aber der Kurvenspaß kommt nicht unbedingt zu kurz. Hey. Ja, man siehe den Grand Canyon neben uns gerade. Bei Affeln, ne? So bei ein, Affeln. So ein Schlagloch ist schon echt unter aller Sau, das überhaupt zu machen. Und dann ist ja nicht mal eine Warnung gewesen vor schlechtem Asphalt. Doch, stand ganz unten. Straßenschäden 50 und jetzt die ganze Zeit die Spritzbilder. Ja, sorry, dass ich nicht jedes Verkehrsschild, das die aufhängen, lesen kann. Ist ja klar, wenn du da alles voll ballerst mit Schildern überall, irgendwann stumpfst du ja auch ab. Da guckst du ja gar nicht mehr dann. Gerade wenn du dich halt da auskennst, wenn du bei dir zu Hause fährst, achtest du ja noch weniger auf die Schilder. Wenn du in einer fremden Stadt bist, guckst du vielleicht nochmal eher, wie viel darf man jetzt hier fahren, was ist hier für eine Vorfahrtsregel, gibt es sonst noch was zu beachten. Übrigens, da wo gerade Affeln stand, ja, da war ich schon gewesen, als die angerufen haben, dass du gestürzt bist. Echt? Ja. Und ich guck schon die ganze Zeit rückspiegel, ich sag, wo bleiben die, wo bleiben die? Da war es ja schon durch eigentlich. Ja, ich war schon. Ich hätte schon fast eine Pommes bestellt am Sorpesee. Dann dachte ich, oh, ja, aber in der falschen Bude ist das Problem. Ja, das war auch eine Bude. Ich kann jetzt keinen Namen nennen, aber ich habe echt noch nie so eine schlechte Currywurst gegessen wie... Ekelhaft. Was stand da gerade? Luke, irgendwas? Nein, wir sagen jetzt hier gar nicht, wie der also, wie das hieß. Nein, wir wollen ja keinen schlecht machen. Aber es war halt sehr, sehr, sehr unappetitlich. Aber es gibt eine gute Bude an einem Sorbet zum Essen und es gibt eine schlechte. Obwohl, Geschmack ist ja auch, empfindet ja jeder wieder anders. Ne? Der eine mag dies, der andere mag das. Ich mag keinen Fisch zum Beispiel, andere schwören da drauf. Echt? Du hast keinen Fisch? Boah, naja, ja, Lachs, ne? Aber. Und Sushi. Sushi. Aber ich glaub, das, wenn ich dir mal eine schöne Forelle fange, würdest du nicht essen oder was? Na, erstmal kann ich mir die selber fangen. Ich habe ja auch mal einen Angelschein gemacht. Da ja. Du ihn nicht verlängert hast, darfst du nicht mehr angeln? Ja, da gehe ich halt einmal zur Stadt und verlängere den wieder. Ist doch kein Problem. Nee, geht nicht so einfach. Doch. Ich hatte nämlich auch noch eine Urkunde dabei. Oh, war ein bisschen breit die Fuge. Sag das, voll die Krater. Guck dir das hier mal an. Das ist schon heftig. Ja. War gerade mit dem Hinterrad in so einer Spalte drin. Aber, Angelschein ist ja nur 5 Jahre gültig. Ja, ich habe den schon einmal wieder verlängern lassen. Zahlst du da dann 48 Euro für die Fischereiabgabe und die... Das weißt du noch. Ja, ich bin auch nicht lernbehindert, ich kann mir Sachen merken.
ich meine, es sind 48 Euro und die Hälfte davon ist Fischereiabgabe und die andere Hälfte ist da wieder Bearbeitungsgebühr. Hier hat der Basti dann schön gestanden mit einem halben Jahr gehalten. Zusammenbruch. Ja, ja, was für ein Zusammenbruch? Quatsch. Ja, also du sagst das schon. Oh, war denn erst vier Jahre, ne? Respekt vor den Kurven, hatte ich mal, ja. Ich meine, das ist auch die Kurve, wo du gestürzt bist, ja. Ne, die nicht, die erste, das hat nicht gewesen. Ich müsste die Markierung auf dem Boden sehen. Bist du sicher, dass das nicht die war? Ne, ich meine, das war die nächste. Ich bin ein bisschen gefahren mit dem Schiebelenker. Müsste ich jetzt gleich nochmal sehen. So, ich meine, die ist das. Ja, kann auch sein. Einmal ein bisschen langsamer kurz. Ich meine, die war das hier. Ja, das war die Kurve. Hier hat der man sieht nichts mehr. Ja, war ja noch irgendwo hier muss das gewesen sein. Ah, ja, waren ein paar Kratzer auf dem Boden. Wenn da 200 Autos drüber fahren pro Tag, dann schleifen die sich auch irgendwann ein bisschen ein. Ja, so schnell kann es gehen. Also wer das letzte Video gesehen hat, wo wir über Fahrsicherheit und so gesprochen haben, das ist die Kurve, die der Basti halt in der Gegenfahrrichtung, also wir sind in die andere Richtung fahren. Da, wow, jetzt habe ich mal kurz erschreckt, wo kam er denn jetzt her? Alles gut. Hätte ich jetzt rückspielen, dann wäre mir das wahrscheinlich auch aufgefallen. Ist der bekloppt? Ich habe gerade nur so ein Nerd gehört und sehe ihn im Augenwinkel, da ging mir mal kurz der Arsch auf runter, also ich dachte, was passiert jetzt hier gerade? Ich hatte zwei Lichter gesehen, aber ich dachte, das wäre die Vibration von meinen Spiegeln. Na, hätte ich einen Rückspiegel, wäre mir das wahrscheinlich eher aufgefallen, hätte ich besser auf ihn reagieren können. Aber da er ja überholt, ist er ja in der Verantwortung, mich vernünftig zu überholen. Ja, das war's mit der Strecke hier von wo auch immer wir sind. Aber also, ihr seht ja die Karte hier drunter, unter dem Video. Links oder rechts? Rechts. Es geht auf jeden Fall erstmal Richtung hier Plettenberg. Merhaba. Ey, wo war das denn bei dir rechts eigentlich? Du hast Richtung Plettenberg gesagt, das steht links, du Vogel. Plettenberg ist rechts? Das ist, damit muss ich leben. Damit darfst du leben? Zumindest bei den Touren. Mann. Wir sind jetzt bei Neuenrade unterwegs, wollten eigentlich gerade den Kohlberg fahren. Wir sind den letzten Mal schon gefahren und dann haben wir so ein bisschen durch eine Baustelle durchgeschlingelt. Ich meine, da stand zwar Baustelle, da war ein bisschen Schotter, aber jetzt nicht so, dass man da nicht durch konnte. Ja, mittlerweile haben sie die Baustelle wohl ein bisschen erweitert. Überall sind da diese Plastikbarrieren, man kommt halt einfach gar nicht durch. Deswegen kann ich euch den Kohlberg jetzt leider nicht zeigen. Wer weiß, wie lange die Baustelle da ist. Die ist ja schon vor... Wann waren wir da? Vor anderthalb Monaten, Basti? Ja. Naja, das ist auf jeden Fall eine coole Strecke. Und die seht ihr ja auf der Karte, die ich euch zur Verfügung stelle. Kann ich euch jetzt leider hier nicht audiovisuell näher bringen. Dann freut euch auf das nächste Video. Da geht es dann weiter mit Teil 2 der Strecken im Sauerland, die wir als schön empfinden, die wir halt regelmäßig fahren. Wo die Kurven am schönsten sind. Also immer schön den Kanal abonnieren, um das nicht zu verpassen. Lasst dem Video gerne ein Like und einen Kommentar da. Wenn ihr noch Streckenergänzungen habt, immer her damit. Und dann verabschieden wir uns und ich weiß gar nicht, ob wir das nächste Video zusammen machen. Wir machen es ja nicht heute, sondern irgendwann die Tage. Vielleicht mal mit Martin, ansonsten mit dir, je nachdem wie die Zeit auch da ist. Ne? Schauen wir mal. Also entweder seht ihr nächstes Mal wieder den Basti oder halt nicht. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.